Wiese ist genug da. Wir bringen das mal gleich weg. Das weg, das weg, das weg. Wir haben sogar noch Samen da gehabt. Du kannst erstmal. Nee, du bleibst dabei. Ob, wir werden demnächst nochmal. Alles müssen wir ja nur auch nicht mitschleppen. Wollte ich gerade sagen. Das war ja eigentlich nur, weil wir da hinten die Mine wollten. Und ich glaube. Ja, die Riegel kannst du hoch. Ja, das schaffen wir nicht mehr. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wir haben noch. 1 Stunde, 9 Minuten. Oh, doch, das könnte noch was werden. Aber ich glaube nicht, dass die Kartoffeln noch gar werden. Reif werden. Ah, ja, die kochen hier schon wieder hin. Oh Gott. Er kann auch nicht mehr helfen. Ja. Verscheiße ruhig die alte Frau am Monitor. Macht ja nichts. Ich bin Kummer gewohnt. Einmal strecken, 1000. 2000? Ich kenne meine eigenen Preise nicht. Mal strecken, war das nicht 800 und 500? Ich weiß es nicht. Ich kenne meine eigenen Preise nicht. Ja. Das kriegt man mit. Okay. So. So. Erdbeeren kommen. Hat es gerade geregnet? Hat doch gestern Abend gerade geregnet, oder nicht? Wo ist denn der ganze Regen hin? Die Erdbeeren bleiben länger, musst du dran denken. Bring mehr Früchte. Westen. Ich bin fast der Meinung, wir knallen auch noch mal ein bisschen Dünger rauf. Nö, noch nicht. Meinst du? Okay. Das kannst du in einem Abwasch machen. Wenn du die jetzt einzeln immer fitzelst, sofern da noch was ist. Wenn da gar nichts mehr ist, dann wäre das wahrscheinlich eher angebracht, aber. So, jetzt möchte ich natürlich da oben hin. Du sag mal, der hat doch vorhin gesagt, im Süden ist das Steinholz, ne? Ja. Da werden. Ja, die Pythahaya sind ja meines Erachtens nach Steinholz. Aber die kannst du nicht schlagen, sofern sie nicht tot sind. Ja, aber da werden doch wahrscheinlich auch rote Bäume zwischen sein, oder? Deswegen bin ich ja eben nochmal lang gelaufen, aber da war nichts. Aber er meinte ja im Süden von Waldheim, nicht im Süden von unserem Dörfchen. Können wir auch gucken, aber jetzt gehen wir erstmal oben die Fruchtbäume noch gucken, weil da oben standen meines Erachtens nach auch noch welche. Okay. Mal gucken. Dann hier oben beim Durchgang, da standen auch noch so viele Fruchtbäume. Er muss mit. Natürlich. Guck mal, wie viele Dote. Also, es geht gar nicht. Oh. Nicht geerntet. Guck mal hier, es stehen noch überall noch Bäumchen hier. Mal gucken. Baume, die ganzen Pilze, um Gottes Willen. Riecht mal. So, es kommen neue nach. Bei Seven vs. Wild hätten sie alle überlebt, wenn sie diese Pilze gehabt hätten. Guck hier. Ja, der ist aber nicht voll. Herr Wilfried, stark im Mann, vielleicht hat er ja was Schönes. Neuer Tag, neues Glück. Hallo, meine junge Abenteurerin. Okay. Ich glaube, der gibt mir alle 3 Tage Wasser. Einer. Ist auch einer? Wir hier hinter nochmal gucken. Aber wie gesagt, es wäre ja schön, wenn man da auch Samen kriegen könnte. Wie weit das Wasser gegangen ist, guck mal. Ja. Oh. Bei unserem See war aber noch alles in Ordnung. Sieht nicht laut, ne? Ja, ist momentan echt laut. Und wir haben die leiseste Stufe, ne? Ja, kannst du nochmal gucken. Okay, jetzt wird es weiter. Entstellung? Ja, ist die leiseste. Musik, leiseste Stellung. Ja, das ist sehr laut, ne? Das ist egal. Was ist das da für ein Bahn? Der da? Ja. Waldfahren, das ist der Waldfahren. Den brauchen wir, ne? Ja. Den und den Wieselfahren. Okay, hallo? Da lag Holz. Natürlich lag da Holz. Irgendjemand wird es dort liegen gelassen haben.
Aber wenn ich den erwische. Oh, da ist noch mehr Waldwand. Können wir endlich den Rosenstrauß fertig machen? Aber hier sind auch große Bäume. Lang. Meine. Musik ist cool, ne? Hm? Hier ist... Nein, schick. Ist geil. Hier waren die ganzen Obstbäume, nämlich guck mal. Ja, da oben ist noch ein Toter. Rechts. Hier ist noch verkehrt da. Mensch, lass mich durch. Erdstein gekriegt? Hm, würde ich mal sagen, so sah das aus. Ja. Und? Zapfensud. Ja, Zapfensud. War das nicht das, was wir auch noch brauchten irgendwann mal bei irgendwas? Genau. Irgendwas braucht ein Zapfensud und auch das andere. Ja. Sind auch überall Obstbäume. Oh, mal ein paar Tote zwischen sein oder was? Die Sandstein brauchen wir jetzt. Guck mal, hier wachsen auch schon irgendwelche Sachen auf dem Kiesel. Was ist denn das? Einmal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Was haben wir denn da? Einbrechgewächs ist das. Okay. Alles nicht, was das auch so teuer war. Diese Pflanze? Ja. Ich glaube, die Pflanzen an sich sind auch ganz schön teuer. Nehmen wir mal mit. 5 Stück können, oder so. Wollen wir mal gucken, was sie bringen? Wenn wir nur die Hälfte kriegen? Na klar. Guck mal, wir haben. Ich habe doch eben noch eine Pflanze mitgenommen. Verwandelt auch so eine? Warte mal. Wo denn wir die Pflanzen außen verkaufen? Was ist eigentlich für ein Gestein? Das ist Sandstein. Das ist schwarzer, oder? Der Boden darunter kann ich dir leider nicht sagen. Er zeigt mir das, das nur im Bereich wie meines Hofes. Oder nicht? Kann ich dir wirklich nicht sagen. Das sieht zumindest so aus. Oder es ist ein Stein. Es ist Stein. Nach Kiesel kommt Stein. Ah nee, Stein. Weiß ich nicht. Er reicht, mehr brauchen wir nicht. Nehmen wir ein paar Stück mit. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir sie auch gar nicht verkauft, müssen wir sowieso mal schauen. Ja, vielleicht können wir die bei uns auch mitnehmen. Hm. Was müssen die nochmal? Kannst du mal zeigen, bitte? Moment. Die müssen auf... Fels ist das, das ist Fels. Fels, Steine, Kiesel, Sand und Meteor. Also das ist Fels. Kiesel, das heißt Kies. Bitte Borsten, egal. Nee. Meteor wäre auch noch. So. Aber hier steht auch noch eine. Aber echt. Voila! Sehr schön. Das waren einmal 10 Stück. Sehr schön. 10 Stück. Nice, sehr nice. Schön. Das Kupferstein? Das sind die Dinge, die ich immer nicht wegkriege. Komischen. Ja. Ja, no, nee, dann müsste ich. Und dann zeigt das mir immer noch nicht an. Das Gelbe sind. Was ist hier? Ja. Warte mal, dann müsste ich mal. Versuch's mal auszubuddeln. Nimm mal die Sichel, bitte. War zu alt.
Das ist gelbe Flechte. Okay, nimm mal bitte die Sichel. Nimm die. Genau. Ich mach das mal so. Ich wollte jetzt nicht befehlen. Das aber ist die gelbe Flechte, das ist gelbes Pigment. Ja, ja, deswegen. Ich wollte das nicht befehlen, aber. Dann nehmen wir das mal mit. Wie viel braucht man? 50? Ich weiß es nicht. Nimm einfach mit, was du kannst. Mutti Adlerauge, ne? Und der Wegens. Ja, komm, wir sind ein gutes Team hier. Ja, sicherlich. Was ich nicht sehe, siehst du. Und was du nicht, was ich nicht sehe, siehst du auch. Und ich stoche ab und zu mal so ein bisschen. Ne? Und jedes blinde Huhn, du weißt ja. Und das ab und zu auch mal ein Hörnchen. Genau. Übrigens haben wir gerade für gelbe Flechte Samen bekommen. Ja, wofür wir vorhin Geld bezahlt haben. Ja. Vor ein paar Folgen. Sozusagen. Ja, ist egal. Oh, ist noch was. Ist egal. Wer weiß, wozu. Aber wenn sich das so schön ausbreitet, haben wir bald alle Flechten da. Wenn der noch ein bisschen lila eine Flechte dazwischen schmeißen, haben wir alles. Ort. Wir haben davon Geld hier bezahlt. Kann es keiner erzählen, ehrlich. Der Laden, der hat sich scheckig gelacht. Die haben doch alles, du. Geht da nicht? Nee, ist auch noch nicht. Wie viel haben wir? 50 Stück. Ja. Ich glaube, wir können den Auftrag fertig machen. Nee, wir brauchen den Wieselfahren noch. Ach, guck mal hier. Peter Haya. Mhm, genau so. Papas Peter Haya. Und hier sind ganz viele Tötchen-Bäumchen. Ich habe gesehen, da oben war auch eine. Ja, genau. Habe ich noch wieder eingesammelt. Eine Pip. Peter Haya. Jetzt gerade runter gehst, ist auch eine. Bäumchen. Also gerade runter. Aus dem Weg. Aus dem Weg, Mensch. Ah. Was war das? Das? Ja. Hier, eine Waldorchidee, die war rosa. Aha. Ist reif gewesen. Also warst du jetzt mal das Hühnchen, das Blinde. Echt so eine kleine Blüten. Ah, da. Also, wir müssen auch mal was essen. Bleib beständig immer nur hoch. Dann müssen wir mal das Holz einsammeln. Nee, da nicht. Der Pilz, der da unter dem Baum steht, rechts. Der ist doch frei, oder? Wenn er einen kleinen Zwergenpilz hat, ich weiß es ja nicht, wir können ja mal. Oder? Zwergenpilz ist nicht dabei. Nee, das ist ein Bock. Pockenschirmling. Pockenschirmling, oh. Hab ich noch nie gehört. Den hatten wir noch nicht, ne? Nee. Glaube nicht. Hörst du mal die Krähe da oben, oder was? Ist ein Turmfalke oder Falke, würde ich eher tippen. Oder also vom Geräusch ja, genau. Her würde ich sagen, es ist ein Falke. Voll krass, ne? Noch ein Baum. Da unten auch. So. Nehmen wir auch gleich mit. Den. Hat ihm den Rücken zugedreht und ihn trotzdem gefällt. Der war gut. Er ist gefallen. Nix. Da unten. Da unten, da unten, da unten. Oh ja. Meiner, oh. meiner. Irgendwo hier muss er sein. Er fällt. Hab ich alles? Da läuft sie dreimal ums Nest, ne? Ja. Oh, jetzt kommt die Eule. Jetzt kommt die Eule.
der Waldkauz, keine Ahnung, wie sie sich auch immer schimpfen. Also ich finde, es hat sich gelohnt. Und da ist noch ein Baum. Da auch. Also diesmal bin ich auf jeden Fall mal ganz glücklich, dass wir da so einen Ausflug gemacht haben. Oben ist auch noch ein Baum. Ob wir eine Auszeichnung kriegen für Reinigung des Waldes? Ungefähr. Eher nicht. Oh, guck mal hier. Ja, lohnt sich, ne? Vor allem kostet das nicht so viel Energie und trotzdem viel Holz. Das nicht so duster wäre, ne? Ja, bist du auf mich. Ach ja. Du hast mich gern, manchmal jedenfalls. Manchmal, ja. Manchmal. Oh ja. Fuck. Lass mich durch. Arzt. Lass mich, Arzt, ich bin durch. Der da vorne, der da oben, der Pilz, der hat ein Baby davor. Oder? Oh. Gerade hoch, gerade hoch, gerade hoch, weiter hoch, weiter hoch. Der da. Der ist aber der ist doch tot. Oder? Oh. Der Schirmling ist tot. Es hätte sein können, es war ja einfach nur dunkel, ne? Ja. Mal schnell hier runter, da ist noch ein Baum. Boah, den habe ich nicht gesehen. Also beim besten Willen nicht. Den habe ich nicht gesehen, beim besten Willen nicht. Ah, ich bin Nachtförster. Guck, da oben stehen sie. Hm, ich bin auch Nachtförster. Hast du nackt oder Nacht gesagt? Ach, eigentlich Nacht. Nicht nackt. Also wenn ich nackt försten gehe, dann hat, da hat die Regierung was dagegen, ja? Aber guck mal, habt doch jetzt ein Einsehen mit ihr. Sie ist doch schon... Den Baum muss sie noch geben. Echt null Einsehen mit dem armen Mädel. Die schlägt sich hier durch die Wildnis, darf keine Tiere töten, hat kein Handy parat. Ich nach Hause? Da, pack ab, bitte ab. Deswegen frage ich, ob ich nach Hause soll. Und du bist manchmal auch ein Dreckstück, hä? Nein, ich noch nicht. Nein. Boah, du machst hier die Manu, ey. Seh nicht. Na toll! Sie genügen. Boah, ey. Geil. Viel aus. Boah. Hi, Mickey. Oh, der Arme. Der musste heute hungrig ins Bett, ey. Dann wird er sich bestimmt gleich melden. Oh. Sie wäre bestimmt gern noch im Bett geblieben. Ich würde sagen, meine Kaffeekanne ist alle, geht gar nicht. Ja, mein Kaffee ist auch schon alle, aber ich habe noch ein Wasser. Ja, ich habe noch einen Tropfen kalten. Kalter Kaffee macht schön. Aber sonst nicht lecker. Wärm? Hä? Ach, vergiss es einfach. Oha. Ja. Da müssen wir unten rein. Ach, die wollten wir. Ja, ist doch drin. Wollten wir eigentlich verkaufen, aber. Pass erst mal rein, ist egal. Hier haben wir eine gelbe Flechte, können wir pflanzen. Ja. Können wir eigentlich auch reinschmeißen, hier die gelbe Flechte. Ach, machen wir auch, ist egal. Felix braucht dringend Nahrung. Oh, ja, kriegt er gleich. Kriegt er gleich da. Mal es, du kommst. Komm, Felix. Der liegt schon tot auf dem Boden, weil du ihn verhungern lässt. Oh, wir müssen ernten. Oh, das hört sich gut an. Da. Oh, Urkorn. Wo bist du denn? Oh, ja, hier. Sehr schön. Erledigt. So. Zwei Eier liegen da. Wieso liegt das Ding immer zwei Eier? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich noch vom gestrigen Tag.
Weiß ich Wieso nicht, wachsen keine die Ahnung. hier so unterschiedlich? Keine Ahnung. Aber reichlich. Da brauchen wir auch reichlich. Müssen ja unsere Hühnchen füttern. Weil wir auch keine mehr haben. Kein, ne? Hab ich nicht gesagt. Guck mal auf das Tor. Nee. Warte, so nicht. Oh. Oh, morgen kommt das Kühlkern und übermorgen wird gepfiffen. Nee, übermorgen. So, oh, guck mal hier. Jetzt sind sie jetzt reif geworden in den letzten Sekündchen. Das Urkorn reif geworden. Ey. Hä, ist doch gelb. Ja, und das andere war gelb-orange oder so. Warum? Gar nicht. Warum? Alles gleich. War vielleicht der Boden da ein bisschen wärmer wie da oder so? Mehr Licht? Keine Ahnung. Stell ich mich hier hin, dann kriegen die mehr Licht und wachsen schneller wie die. Ja, die brauche ich gar nicht Sandboden, versuchen. Ist ja klar. Oh, guck mal da. Was? Ackeleiblüte? So. Die Erdbeeren sind noch nicht so weit. Da fehlt noch. Aber die werden größer, die Büsche. Das ist schon mal schön. Ja. Dürften demnächst auch. Guck mal, was hier eigentlich der Boden sagt. Sieht eigentlich alles doch, ganz. Ja. Ganz in Ordnung aus, ja. Aber wir schaffen es wahrscheinlich nicht mehr, ne? Dreiviertelstunde. Das müssen wir dann beim nächsten Mal machen. Wie sieht's hier oben aus? Sehr gut. Alles gut aus, guck mal. Einmal drei. Guck mal da, die Bäume und der Brotbaum und der Macadamia. Oh, jetzt möchte ich gerne mal gucken hier. Der Pilz. Nee, das war kein Pilz, das war eine Orchidee. Ah, ja. Warte mal, ich muss so rum. Viel Licht, ne? Viel Licht braucht unter 70, stirbt in 25 Tagen. Ja, der Baum ist noch nicht groß genug, ne? Also wenn ich mich jetzt hier raufstelle... 80. Ja. Der Baum jetzt noch ein bisschen größer wird, sind es vielleicht 70. Mhm. Müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir Glück. Brauchten wir Wiesel fahren? Waldfahren und Wiesel fahren brauchen wir. Das ist braune Flechte, die ja wieder wächst, ne? Ich guck nach. Moment. So kann ich nicht nachgucken. Braune Flechten, ja, die muss weg. Ja. Muss da wieder weg. Die verbreitet sich nämlich wie Hubots. Deswegen habe ich ja gesagt, wir werden hier mal die gelben Flechten mal so am Rand setzen. Vielleicht bringt das was. Breitet sich die braune vielleicht nicht so doll. Echt wie Unkraut das Zeug. Ja, ist besser, wenn du es so machst, weil dann hast du auch gleich wieder Zeug zum Deswegen, also alles, was Blüte hat, nehme ich so weg. Guck mal, weg. Da drüben auf der Insel, wo die... Da ist auch dieser gelbe. Ach, da! Da! Ja. Hätten wir gar nicht ist so weit laufen müssen. Ist er auch. Ja. Guck mal hier oben. Gar nicht so weit laufen müssen. Ja, brauchst du da nicht für Sorgen. Die sind so blöd, ne? Ah. Naja, aus Schaden wird man... Ja. So. Einmal den. Pflanzen wir jetzt hier hin. Achso, ich müsste ja mal. Sehr schön. So, und dann haben wir ja noch hier die Samen. Auch mal hier so zwischen. Da, da, da,
Aber ich überlege jetzt, wie lange überleben die jetzt noch? Fühlt sich gut an, kann noch 315 Tage lang leben. Ja. Wenn ich die jetzt so stehen lasse, ne? Lass sie doch. Die nicht sterben, kann es ja sein, dass die sich ausbreiten. Bis ich sie, bestimmt. Solange sie nicht sterben, kann ich die doch einfach hier so stehen lassen. Weil wenn ich sie jetzt wegnehme, sind sie ganz weg. Ja. Schweinerei hier. Bald fahren zu viel Licht. 30 Tagen. Bis dahin könnte der Treib sein. Oder ausgraben und unter Bäume setzen. Oder wie lange so. Braucht das zum Vergraben? Zum Heim? Das andere Bagger. Keine Ahnung. Bald fahren. Ja, keine Ahnung. Wie lange kann das? Warte mal, bald. Ja, wie denn? Haben wir Bücher? So, wir brauchen ja nur mal gucken. Ich glaube, wir haben welche da. Oder? Haben wir nicht mehr? Was haben wir denn hier alles noch? Eine Tulpe. Oh, wir könnten noch eine Tulpe schlagen. Oh, guck mal hier, Waldorchideen. Könnte ich noch mehr setzen. Heißen aber Wald und ich. Waldorchidee, ja. Wildkräuterpflanze. Was haben wir denn hier noch alles? Waldkräuter, Wildkräuter. Was ist das hier? Ach, das sind die Macadamia-Büsche. Was ist hier? Ah, Pflanzengel. Das ist von der Alone. Oh. Orchideenblüte. Guck hier, hier haben wir das Schwefelpulver. Davon haben wir reichlich. Ginie. Na gut, ich kann auch gleich mal. Ja, packen wir. Ja, ach, was soll's, erstmal hier rein. Erstmal da rein. Ah, hier. Okay. Auch mal nach unten. Den Lehrer. Und ich glaube, wir machen mal so, so. Willst du jetzt nochmal auf Reisen gehen? Eigentlich nicht. Wir müssen mal gucken, was wir machen, ne?